Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video, keine Ahnung, wie man es nennt, werde ich euch zeigen, wie man das hier macht. Knobelset. Gut, ein Knobelset ist aber, was man lösen kann, oder? Das kann man ja nicht lösen. Man kann es mit dem Köpfchen lösen. Im Köpfchen lösen, also nichts für mich. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie man sich das hier macht. Es ist relativ simpel. Vielleicht kennt es einige von euch schon. Ich muss sagen, ich habe es im Internet gesehen und ich wollte es selber auch mal ausprobieren und euch das auch mal zeigen. Vorhin gab es das im deutschen Raum noch nicht. Ich werde euch zeigen, wie das funktioniert. Ist relativ simpel, aber schaut es euch einfach an und ihr könnt die Leute echt damit ein bisschen Wurris machen. Und warum die Jury hier ist, seht ihr dann auch im Video. Ja, genau. Ich habe nämlich geknobelt. Genau. Viel Spaß beim Video. Wir fangen jetzt mit diesem Werkstück an und dafür brauchen wir ein Stück Fichte. Und hier habe ich noch ein Stückchen. Falls ihr das Ganze nachmacht, müsst ihr darauf achten, dass ihr keine großen Äste drin habt. Ihr seht hier, dieser Bereich ist komplett astfrei. So, ihr seht, ich habe hier direkt mal ein paar Klötze geschnitten, denn falls eins jetzt kaputt geht und es nicht so richtig hinhaut, habe ich immer noch ein bisschen Ersatz. Ich habe auch hier dieses Teil als mal geschliffen, braucht ihr nicht unbedingt. Und jetzt machen wir erstmal mal die zwei Bohrungen. Natürlich wäre es praktisch, eine Sollbohrmaschine zu benutzen, um diese Löcher zu bohren, aber meine ist derzeit kaputt, also fällt die schon mal komplett weg. Aber ich werde mir morgen eine neue kaufen und ja, bis dahin muss ich dann jetzt noch den Akkuschrauber benutzen. Ich habe jetzt hier zwei gleichmäßige Abstände markiert und ich benutze hier einen 25er Forstner Bohrer, um da jetzt zwei Löcher zu bohren. Mann, ich hab's gewusst. Ich hab's genau gewusst, dass das doch schon wieder nichts wird. Dadurch, dass ich das hier jetzt freihand gebohrt habe, ist das nicht ganz senkrecht und ich schleife es aus dem Grund jetzt schon von innen, was hier eigentlich nicht bräuchte. Und jetzt kommt auch eigentlich schon der eigentliche Trick, wie das Ganze funktioniert. Und zwar werden wir jetzt das Teil hier oben brechen. Und wie wir das machen, seht ihr jetzt. Too many Schraubzwingen. So, ich spanne das jetzt einfach hier ein. Genau da, wo es auch brechen soll. Und zack, und genau so sollte es aussehen. Wenn wir dieses Teil jetzt später wieder zusammenleimen, sieht man schon jetzt so gut wie keine Fuge. Und jetzt können wir nämlich dieses Loch bohren, sodass wir später eine Schraube geben werden. Und jetzt suchen wir uns eine schöne Schraube aus. Ups. Die dann auch ganz gut darin aussieht. Ihr solltet schauen, dass es so lange ist, dass man sie nicht viel rausbekommt, denn sonst wäre das ein bisschen blöde, wenn man die Schraube immer noch rausbekommt, weil das Loch halt ein bisschen größer ist. Als nächstes werden wir das hier einfach wieder verleimen. Und hier müsst ihr jetzt echt aufpassen, dass ihr nicht zu viel Holzleim nimmt. Das soll auch schon reichen. Ein bisschen verteilen. Und jetzt werden auch hier diese Wolfkraftschwingen zum ersten Mal richtig praktisch. Denn das muss ich denen wirklich lassen. Das ist echt richtig cool. Die haben nämlich hier unten einen Fuß und da kann man sie so aufstellen. Das hat jetzt ein paar Minuten Zeit zum Trocknen und wir nehmen es jetzt mal auseinander. So, jetzt seht ihr schon die Schraube, aber man sieht speziell hier außen jetzt noch eine leichte Leimfuge und aus dem Grund werden wir das Ding jetzt mal gut schleifen. Und jetzt kann man schon gar nicht mehr die Kerbe erkennen. Ich werde das alles jetzt noch ein bisschen mit Handschleifpapier bearbeiten, damit die Kanten ein bisschen schöner aussehen. Nee, bitte. Julia, schau dir das an. Der erste Live-Test. Guck mal, ob die Schraube rauskriegt. Muss aufpassen, sonst zerbricht es. Was zum Teufel ist das? Probier's mal auf der Seite. So geht das nicht. Für was ich alles hinhalten muss. Was ist das? Ich will da nicht gucken. Soll ich es dir verraten?
Was ist das? Guck mal, das ist hier zerbrochen und noch verleimtchen. Wieso? Ist doch super. Okay. Okay. Komm, lass mich! Das ist voll cool! Ey, überleg mal. Ey, ich hab mal das. Ich dachte, das wäre voll cool. Das ist voll gut. Das ist voll gut! Richtig coole Idee, Philipp! Ey, aber das ist doch, sieht doch cool aus. Cool aussieht's? Alter, das ist ja, mehr muss es nicht. Na dann. Also ist gut jetzt. Stopp. Unter uns beiden. Ich bin heute gut drauf. Wehe, du lasst das drin. Nein. Du machst gleich kaputt. Ich mach das nicht kaputt. Doch. Nein. Doch. Ja, ich hab heute eine lange Batsche. Ich hab das jetzt fertig geschliffen. Ich werde es euch mal vom Nahen her zeigen. Man sieht eine kleine Leimstelle, aber die könnte man noch ein bisschen besser verleimen, wenn man besser aufpasst. Nicht so wie ich. Hier haben wir jetzt das gute Teil. Ich habe alles schön geschliffen und wenn man nicht genau hinschaut, sieht man da eigentlich keine Fuge. Ich muss gerade selber mal schauen. Gut, hier sieht man eigentlich gar keine Fuge. Hier sieht man eine leichte Fuge. Ja, hier sieht man eine leichte Fuge, aber das fällt eigentlich nicht so wirklich auf. So, hat dir das Projekt gefallen? Ja, es war super. Das war voll gut. Das soll es auf jeden Fall für das Video heute gewesen sein. Das ist vielleicht ganz interessant, auch zum Verschenken. Im Moment mache ich echt viel, was ihr bauen könnt und an Weihnachten zum Beispiel verschenken könnt. Ihr könntet vielleicht lachen. Weihnachten, bis Weihnachten dauert es ja noch ein bisschen, aber das ist immer schnell rum, ne? Plötzlich ist 23. Dezember und ich gehe nochmal Geschenke kaufen. Oh. Jedes Mal. Die Werkstatt hier hat wirklich ihr Eigenleben. Letzte Woche war es die Säulebohrmaschine, dann die Mutter. Jetzt sind es hier die... Am Ende das... Nee. Schön, dass du bis jetzt am Video angekommen bist. Oh Mann, komm, nächste Woche kommt immer richtig massives Projekt, noch baue ich geil die Lampe. Komm, und am Dienstag ist ja auch ein cooles Projekt, komm mit einer coolen Lampe, also... Genau das letzte Mal. Yeah. Weil wir die letzte Zeit so viele Leute schreiben, lachen und Eier oder heb auf. Ich heb's auf, dass es eine Runterfalle kommt. Ja. Ah, leck. Nee. Bis zum nächsten Video wünschen wir euch ein schönes... Und eine schöne Woche. Ja, genau. Eine schöne Woche. Ciao.